der Michael hier. Selbst den ganzen Tag bin ich auch nicht mehr gefahren. Ja, und jeder Kilometer war es wert, die 400 Kilometer von München herzufahren, weil hier gute Leute auf der Straße sind. Hier sind Menschen auf der Straße, die demonstrieren, obwohl ständig über sie hergezogen wird. Sie werden als Nazis, Rassisten, Ausländerfeinde, Mischpoke, Abschaum, sonst was bezeichnet. Ja. Aber sie kommen trotzdem, weil sie wissen, das, was sie hier artikulieren, ist richtig. Wir haben Missstände und wir müssen sie ansprechen. Und es ist schön hier mit 10.000, 11.000 Leuten, wir wissen nicht, wie viele es heute sind, aber mit denen zusammen hier auf der Straße zu sein. Wenn Sie sagen, Nazis und so weiter, wie würden Sie sich beschreiben? Also, wir sind Patrioten, wir haben einen gesunden Patriotismus, wir haben eine Vaterlandsliebe, wir lieben unser Land, so wie es ist, wir haben unser Grundgesetz, wir haben unsere Werte und das gilt es zu verteidigen. Ja? Wir sind überhaupt nicht ausländerfeindlich, wir haben so viele Ausländerfreunde. Allein aus München ist ein Kroate, ein Bulgare, ein Rumäne mit uns mitgekommen. All diese Leute vereint eins. Wir haben unsere mitteleuropäische Kultur und wir wollen nicht, dass wir islamisiert werden, weil der Islam ist eine völlig andere Kultur. Ja? Da ist eine Gegengesellschaft praktisch zu unserem demokratischen System. Sie haben eine Scharia, eine andere Gesetzgebung, die also unserem Grundgesetz völlig konträr gegenübersteht. Ja, es bilden sich überall Parallelgesellschaften. Wir erleben es, dass die Dschihadisten immer mehr zunehmen, dass sie ins Ausland in den Dschihad gehen, dass sie bei uns Bombenattentate machen wollen. Und über all das sollte man reden. Die Politiker tun es nicht. Sie lehnen es ab, über den Islam zu reden. Sie streiten noch ab, dass es eine Islamisierung gibt. Deswegen müssen die Bürger jetzt auf die Straße gehen. Wie 89. Ja, wie 89. Genau das Gleiche. Wie glauben Sie, wird es hier weitergehen? Was es wird immer größer werden, mit Sicherheit. Es wird von Woche zu Woche größer werden, weil die Probleme größer werden. Der Islam breitet sich immer aggressiver aus. Man erlebt ja jeden Tag, was alles passiert. In Sydney jetzt wieder diese Geiselnahme in einem Café, ja, wo die Leute die Dschihad-Fahne hochhalten mussten in dem Café. Das kann jederzeit auch morgen hier in Dresden passieren oder in Köln, Berlin. Anschläge sind schon genug geplant worden. Die Parallelgesellschaften wachsen. Gleichzeitig haben wir eine Asylantenschwemme. Wir bekommen hier nächstes Jahr 200.000 Asylanten, von denen wir wissen, 70% sind keine politisch Verfolgten, sind keine Menschen, die wegen Lebensgefahr flüchten, sondern die einfach hierher kommen, weil sie sich hier gerne in der sozialen Hängematte ausruhen wollen oder weil sie hier in dem Land glauben, dass hier jeder wunderbar durchgefüttert wird. Und viele von denen haben auch noch eine feindliche Einstellung. Muss man ganz klar sagen. Wir sehen es ja auch an der Kriminalitätsrate und darüber muss man reden. Wir wollen die Politiker dazu bringen, dass sie endlich die Probleme benennen und anpacken. Und die Medien sollten endlich anfangen, hier offen und ehrlich darüber zu berichten, was hier in Dresden abläuft. Dresden ist der Motor einer Revolution von unten, einer demokratischen, friedlichen Revolution. So ist auch. Gerne. Servus, Christi. Das ist klasse hier, das ist Wahnsinn. So viele Leute, ey. Und keine Gegendemonstranten.